Schönen guten Tag, meine lieben Leute, und seid natürlich recht herzlich gegrüßt und willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um ein Case Pharma Pack. Das gucken wir uns gerne mal genauer an. Natürlich müsst ihr den Mod laden, aktivieren und auf die Karte bringen. Ne? Und da haben wir schon das gute Stück, das Pharma M, MD und MV Serie. Wir fangen mal mit dem Pharmal M an. Der Pharmal M kommt daher mit 35 PS, manuelles Getriebe, 79 Liter Diesel, 25 km/h fährt er maximal, wiegt 2,9 Tonnen und hat TF 8181-TR 135 Räder verbaut. Kostet im Standard 15.000 Euro. Natürlich könnt ihr wählen zwischen dem Pharmal D, Pharmal M mit 38 PS, Pharmal Super MD mit 40 PS, Pharmal MDTA mit 44 PS, Pharmal MTA mit 45 PS, Pharmal Super M mit 51 PS oder den Pharmal MD. Reifenvariante könnt ihr hier wählen, Standard zum Beispiel, mit Radgewichten, zur Linksbereifung hinten, ne? Dreirad zum Beispiel. Da habt ihr zum Beispiel vor hinten zwei und vorne ein. Radgewichte dazu auch hinten wählbar. Zur Linksbereifung auch wählbar. Oder halt Standard. Hier könnt ihr wählen keine Kotflügel. Oder Kotflügel am Start. Anhängerkupplung könnt ihr hier auch wählen. Standard. Oder Frontzugmaul. Vorne zum Beispiel 3-Punkt Heckhydraulik hinten oder halt auch beide Frontzugmaul und die Heckhydraulik zum Beispiel. Frontladeranbau könnt ihr ja auch natürlich wählen, nein oder Quicke zum Beispiel. Naja, sieht ein bisschen, naja, aus, sage ich jetzt mal so, aber geht natürlich auch. Oder ihr könnt die Hauptfarbe wählen von Rot auf Demonstrator. Weiß. Sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Dann kostet er 15.550 Euro. Hierzu kommt jetzt der Pharmal MV mit 25 PS am Start, manuelles Getriebe, 79 Liter Diesel, 25 km/h fährt er aktuell, wiegt 2,9 Tonnen und hat auch TF 8181 TR 135 Räder verbaut. Kostenpunkt 12.000 Euro. Ihr könnt ihr wählen zwischen den Pharmal MV mit 25 PS, den Pharmal MDV mit 33 PS, den Pharmal MVTA auch mit 35 PS, den Pharmal MD-TA mit 40 PS oder den Pharmal Super MV mit 41 PS. Oder den Pharmal Super MDV mit 47 PS. Oder den Pharmal MV. Reifenvariante könnt ihr auch hier wählen. Standard. Radgewichte hinten. Ne? Zwillingsbereifung hinten. Oder als Standard. Kotflügel wählbar. Keine. Oder auf der Seite. Also auf beiden Seiten zum Beispiel. Annäherungskupplung habt ihr wieder Frontzugmaul vorne. 3-Punkt Heckhydraulik. Wäre zum Beispiel hinten, ist ja klar. Oder halt auch beides. Frontzugmaul und halt Heckhydraulik. Dann habt ihr sowohl auch Frontladeranbau, nein oder ja. Von Quicke natürlich. Oder könnt das halt auch lackieren von Rot. Auf Demonstrator weiß zum Beispiel. Sieht auf jeden Fall auch schon schick aus. Genau. Dann gucken wir uns gerne mal nochmal einen oder zwei an davon. Ich nehme jetzt einfach mal den weißen hier. Wir haben aktuell vorne zwei Strahler. Hinten ein Strahler natürlich. Sonst haben wir eigentlich an Beleuchtung nichts dabei. Genau.
So hält er sich an und schaltet auch komplett durch. Ja. Ja, der hat schon was. Also in der Farbe sieht er schon nice aus. Muss ich ehrlich mal sagen. Wir können ja gerne mal den anderen nehmen. Hm? Ob der sich anders anhört, der hier. Hier steht zum Beispiel, okay, ist McCormick Pharma. Made in the USA. Der fährt zum Beispiel jetzt ein bisschen mehr. Oder ein bisschen schneller. 5 km/h schneller. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Muss ich ehrlich mal sagen. Hut ab. Genau, das war's ja auch von dieser Mod-Vorstellung. Halt eine kleine Mod-Vorstellung. Ne? Mal gucken. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wie gesagt, falls ihr denn noch Fragen, Anmerkungen oder gern mehr habt, könnt ihr es gerne unten in die Videobeschreibung reinschreiben. Oder besucht uns gerne auch auf Twitch, Discord und Co. Da sind wir natürlich auch alle vertreten und auch ab und an mal auf Twitch live. Genau, das war's hier von dieser Mod-Vorstellung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns und sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!